Naja, dass die Bilder nicht schön sind, das ist uns allen klar. Was wir jetzt in Sölden sehen, sind die Extrembeispiele, die wir aber flächendeckend sehen, um ein Skigebiet zu erhalten. Wenn aber der Deutsche Skiverband dann sagt, hey, wir fahren da, dann fahren die da dort. Irgendwann einmal wird der Spuk vorbei sein und dann haben wir eine Industrielandschaft. Der Rettenbachgletscher in Sölden in Tirol. Bis 2005 konnte man hier das ganze Jahr Skifahren. Heute sieht es aus wie in einer Mondlandschaft. Schutt, Felsbrocken, Geröll. Das muss weg, sonst gibt es keine glatten Pisten. Und somit keine Skifahrer und vor allem keine werbetauglichen Bilder, die mit Beginn des Skiweltcups Ende Oktober aus Sölden in die Welt geschickt werden. Der dramatische Rückgang des Gletschers, sommerliche Temperaturen noch im Oktober und fehlender Niederschlag erfordern diese massiven Eingriffe. Sonst nimmt der Skiweltverband FIS Sölden den Status als Auftaktort des Skiweltcups weg und verhagelt damit den Start in den Wintertourismus. Zwei Fronten stehen sich gegenüber: Umweltschützer und Bergbahnbetreiber. Markus Wasmeier, Skiweltmeister und Olympiasieger aus Schliersee, kennt die Bilder. Er sieht die Verantwortung beim Skiweltverband FIS, der die frühen Termine aus Marketinggründen setzt und nicht bei den Söldnern. Da müssen die natürlich jetzt diese Riesenfelsen, die da in diesen steinernen Gebirge da drin sind, so klein zu machen, dass sie wirklich wenig Schnee brauchen, um praktisch da eine Kunstschneepiste hinzukriegen. Und das ist halt dann der fatale Fehler. Du bist vertraglich gesichert, du willst aber das Rennen haben, du willst nicht aufgeben, du willst das ja. Und das ist aber rein, glaube ich, der Ursprung ist von der FIS. In Bayern ist man nicht in dieser Zwangslage, denn das erste FIS-Rennen findet hier erst Ende Januar statt. Aber Wintersportler drängen früher auf die Pisten. Schneegarantie gab es lange Zeit auf der Zugspitze. Doch im vergangenen Jahr wurde dem Gebiet mangels Eis der Status als Gletscher aberkannt. Wir waren mit dem Klimaexperten Andreas Hipp vom Deutschen Alpenverein aufs Zugspitzplatt. Wie in Österreich sehen wir klägliche Reste einer einst ausgedehnten Gletscherfläche. Der Gang über das Geröllfeld ist bizarr. An einem präparierten Hang fahren ein paar Kinder Zipfelbob. Ansonsten fällt die Vorstellung schwer, dass hier im Winter wieder normaler Skibetrieb sein soll. Die verbliebenen Gletscherzungen schmelzen Mitte Oktober bei 20 Grad weiter vor sich hin. Ja, das ist natürlich schon einfach extrem, was man hier sieht. Hier war vor 2 Jahren noch Gletschereis drauf. Heute einfach Schutt, Löcher, Toteisreste, hier kullert schon der Steinschlag runter. Also was wir hier sehen, ist wirklich eindrücklich, was es bedeutet, ein Gletscherskigebiet jetzt in der heutigen Zeit zu erhalten. 2 Meter Eis jeden Sommer verloren. In Österreich sind es 30, 40 Meter pro Sommer. Das heißt, für den Winter muss hier wirklich eingeebnet werden mit schwerem Gerät und Eingriffe jeden Sommer in die Landschaft, damit wir überhaupt ein Skigebiet ermöglichen können. Abdeckung und Konservierung von Altschnee hat man hier auf der Zugspitze längst aufgegeben. Es wäre ohnehin nur kurzfristig nützlich und nicht nachhaltig. Von Baggern, Lastwagen und Schneekanonen ist hier anders als in Sölden nichts zu sehen. Wenn es schneit, werden die Pisten präpariert. Wenn nicht, dann eben nicht. Für uns als Naturschutzverband sind diese Maßnahmen, die es jetzt im Zuge vom Klimawandel im Skitourismus braucht, schon signifikante Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökosysteme. In Bayern zum Glück moderat. Wir sehen auch nicht die Gefahr von größeren Neuerschließungen bei uns. Anders in Österreich, für uns ist da eine ganz klare rote Linie überschritten, dass dort im Pitztal, im Kaunertal noch riesige, völlig unerschlossene Gletscherflächen im Hochgebirge erschlossen werden sollen. Hier fordern wir einen ganz klaren, dauerhaften Schutz dieser Natur- und Wildnisräume für die Zukunft. Die 5 Gletscher in Tirol unterstehen einem strengen Schutz. Allerdings hat die Tourismuslobby erreicht, dass die Gletscher-Skigebiete davon ausgenommen sind.
Hier in Innsbruck beim Landesumweltanwalt landen die Anträge der Bergbahnbetreiber für Instandhaltung, Neuerschließung oder Erweiterung eines Skigebiets. Johannes Kostenzer kämpft um jeden Quadratmeter Natur, aber es ist nicht einfach. Innerhalb der Gletscherskigebiete, und da gibt es eine Abgrenzung, dürfen die Betreiber auch massive Veränderungen der Landschaft vornehmen, sofern sie durch eine Genehmigung abgedeckt sind. Diese Genehmigung ist aber relativ einfach zu erreichen. Wir schauen ins Pitztal. Eine sogenannte Gletscherehe mit dem Ötztal, die Zusammenführung der beiden Skigebiete, scheiterte vor einigen Monaten an einer Bürgerbefragung. Die Pitztaler sprachen sich mit 5 Stimmen Mehrheit dagegen aus. Jetzt wollen die Bergbahnbetreiber wenigstens eine Erweiterung des Skigebiets in den Gletscher hinein erreichen. Für den Umweltaktivisten Gerd Estermann ein bedrohliches Szenario. Ist ja leider so, dass genau in dem Gebiet da drüben ein weiterer Lift zu den schon bestehenden hinzukommen soll. Und zwar würde der da hinten beim linken Fernerkogel in diesem Joch zwischen den 2 Bergen hinaufführen. Und da hinten, wo man dieses spärliche Gletscherfeld noch sieht, da würde dann die Abfahrt hinuntergehen. Ich würde meinen, man hat jetzt in den vergangenen Jahrzehnten extrem viel verbaut. Die Natur hat extrem viel gegeben. Es wäre jetzt die Zeit da, wo man sagt, es reicht. Die Chefin der Pitztaler Gletscherbahn, Beate Rupacz-Larcher, widerspricht. Die Skigebiete brauchen eine gewisse Größe, um attraktiv zu sein. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen ein nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft. Wir wollen unsere Zukunft absichern. Es geht ja immer darum, als Skigebiete dann ja nicht nur um wegen Lust und Laune bauen, sondern wir haben ja Verantwortung ganz Region irgendwo. Gerd Estermann ist auch hier zur Stelle und beginnt eine Diskussion. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt so eine Torschlusspanik. Jetzt will man noch schnell möglichst viel umsetzen, weil der Trend auch in der Bevölkerung ganz konträr ist. Aber da bitte schon um Fairness. Willst du nicht einmal einfach mit uns im Tal, mit den Leuten, die im Tal leben, dort von leben müssen, ja, die einmal fragen? Und da ohne Beeinflussung und ohne Zurufe von außen. Der Zuruf von Markus Wasmeier dürfte ihr sogar gefallen. Auch da versteht er die Sorgen der Skisportorte. Ja, da muss man echt die ein bisschen schützen, weil die Täler jetzt, wenn man den ganzen Alpenraum von den Skigebieten anbelangt, die würden alle nicht existieren können. Die müssten alle abhauen. Die ganze Jugend müsste abhauen, weil kein Hotel mehr ist, weil kein Schreiner, kein Bäcker, kein irgendwie ein Handwerker bzw. Zulieferer für Gastronomen oder Produkthersteller, auch wie die Landwirte, die jetzt auch ihre Produkte an den Hotels abgeben, würde nicht mehr existieren. Bevor es diese Skigebiete gegeben hat, war die Bevölkerung in diesen peripheren Räumen bettelarm. Und dann ist quasi der Tourismus wie ein Goldesel dahergekommen. Auf einmal hat sich die Lebenssituation für die Menschen in diesen Tälern völlig verändert. Man muss das irgendwie auch anerkennen, man muss das mitdenken. Wenn wir in diese Dörfer jetzt fahren, da gibt es auf einmal Table Dance und alle möglichen Angebote eigentlich einer Großstadt, die gar nicht in diesen Kontext passen. Zurück in Sölden. Die Atmosphäre zwischen Umweltschützern und Bergbahnbetreibern ist aufgeheizt. Kontrovers hat beide Seiten zu einer Diskussion zusammengebracht. Wir treffen den Chef der Bergbahn in Sölden, Jack Falkner, und Umweltaktivist Gerd Estermann in Falkners Hotel Zentral. Schnell geht es hoch her. Die Wahrheit ist, dass ja die Gletscher schmelzen, dass die Gletscher zurückgehen. Und durch diesen Schmelzvorgang werden natürlich Felsen, Steine, Geröll freigelegt. Und das wird aus der Piste entfernt. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Und ich möchte, dass die auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden und nicht eine, die von Grund auf verändert und zerstört worden ist. Das ist nicht mehr lebenswert, weil da jetzt Steine und Fels entfernt werden. Auch aus Sicherheitsgründen. Und vielleicht, wenn sie in 2-3 Wochen zu uns wiederkommen, inzwischen Schnee, schaut es schon wieder anders aus. Also erzählen Sie nicht ständig an so einem Blödsinn. Überlegen Sie sich auch ein Exit-Szenario. Es wird irgendwann einmal
diese Form von Skisport nicht mehr geben. Moment, Moment. Glauben Sie, dass die nächsten 20, 30 Jahre Skifahren nicht mehr ist? Ja, 20, 30 Jahre ist ein relativ kleiner Horizont. Es wird exklusiv werden, es wird teuer werden. Familien können sich das heute schon nicht mehr leisten. Und deswegen glaube ich, dass das irgendwann einmal etwas wird, was halt für wenige Superreiche noch leistbar ist, aber nicht für die breite Masse. Und noch etwas. Sie erzählen Märchen, Sie reden... Nein, ich halte das nicht aus. Er erzählt Märchen, Skifahren nur für Superreiche. Glauben Sie mir bitte eines, wir, die da leben vor Ort, und wir leben vom und mit dem Tourismus. Wir wissen schon, was wir tun. Am Gletscher im Pitztal trainieren gerade mehrere Skinationalmannschaften, auch die deutsche. Ohne Alt- und Kunstschnee unmöglich. Dafür braucht es ein Hightech-System aus Speicherseen, Pipelines und Pumpstationen. Ein Teil der Rennläufer bereitet sich hier auf den bevorstehenden Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden vor. Natürlich wird über ökologische Themen auch unter den Athleten diskutiert. Dazu gehört der frühe Start in die Saison, Ende Oktober. Lena Dürr findet kurz Zeit, uns ihre Sicht der Dinge zu schildern. Es ist viele Jahre schon eng geworden und darüber kann man sicher diskutieren, dass man sagt, man verlegt es einfach mal ein paar Wochen nach hinten, weil man aus der Erfahrung gesehen hat, dass ja dann meistens der Schnee dann noch rechtzeitig kommt. Das wäre sicher eine Überlegung, die man tätigen könnte, aber wie gesagt, das ist absolut nicht unsere Aufgabe als Athleten. Wir stehen egal wo und egal wann am Start und versuchen unser Bestes zu geben. Ihr österreichischer Kollege Julian Schütter, der sich nach langer Verletzungspause gerade im Kraftzentrum der Universität Innsbruck in sein Skifahrerleben zurückkämpft, hat sich mit dem Spannungsfeld Umweltschutz und Skisport eingehend befasst. Er begleitet sowohl die Arbeiten in Sölden als auch die Bestrebungen der Wintertourismusbranche, immer Neues bieten zu wollen, mit kritischem Blick, überdenkt aber auch mal seine Positionen. Die heutigen Gletscherskigebiete werden in Zukunft unsere Winterskigebiete sein. Und damit das aber umsetzbar ist, muss man die Felslandschaft, die der Gletscher freilegt, ebnen. Und das ist genau das, was wir jetzt in Sölden sehen. Das heißt aber nicht, dass der frühe Saisonstart Sinn macht. Und das heißt auch nicht, dass sonst alles super läuft im Skitourismus und im Gletscher. Schutz. Also diese Arbeiten gehen für dich in Ordnung? Diese Arbeiten sind Teil des Deals. Ein anderer Teil des Deals ist aber auch, dass man keine neuen Gletscherbereiche erschließt und keine neuen Lifte baut. Größere Verbindungen zu schaffen, speziell wenn es auf der Höhe von den Gletscherbereichen ist, bin ich absolut kein Freund. Also das muss nicht sein, nur um diese sogenannte... Wir sind das größte Skigebiet, wir sind der größte Zusammenhängende. Wir haben 600 Kilometer, wir haben 150 Kilometer. Das braucht es wirklich nicht. Der Pitztaler Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung in Sachen Pistenerweiterung liegt inzwischen auf dem Schreibtisch von Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Er hat sich schon eine Meinung gebildet. Für uns ist jede Expansion aus heutiger Sicht indiskutabel. Wer heute in die Expansion in einem Gletscherskigebiet geht, der erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Bleibt der Landesumweltanwalt bei seiner ablehnenden Haltung zu einer Pistenerweiterung, könnte das österreichische Bundesverwaltungsgericht entscheiden, wie es im Pitztal weitergeht. Vielleicht ist es angesichts der zunehmenden Hitze in den Städten eine Option, in den Alpen mehr auf Sommertourismus zu setzen.